Hallo zum zweiten Teil des Entwurfs in Alplan. Hier soll es um einige Öffnungen, Fenster und Türen gehen. Über die Teilbildliste zu öffnen per Doppelklick linke Maustaste ins Weiße wird das Grundriss-Teilbild aktiv geschaltet. Überflüssige Teilbilder mal ausgeschaltet. Dann sehen wir uns das mal genauer an. Es werden ein paar Eckfenster, Panoramafenster und Schiebetüren geplant. Per Rechtsklick, gedrückte rechte Maustaste, kann man so einen Vergrößerungskasten aufziehen. Hier werden ein paar Schiebetüren geplant. Das wird eine Kombination aus Türöffnung mit Rahmen ohne Türplatz sein und dann wird mit dem Verschattungselement die Schiebetür geplant. Natürlich kann man in Allplan viele Bibliothekselemente, viele Assistenten nutzen, vorgefertigte Bauteile, dann ist man hier wesentlich schneller, aber hier soll mal alles von vorne entwickelt werden. Angefangen bei der Türöffnung. In den Eigenschaften gibt man die Öffnung an, rechteckige Form, Höhenbezug, Unterkante, untere Ebene, Abstand 0, Oberkante auch an die untere Ebene dran, 2,30 Meter davon entfernt. Jawohl. Gut. Okay. Schwelle wird hier keine dargestellt. Leibung wird für die Innentüren auch nicht benötigt. Türbreite kann hier noch angegeben werden. Für die Nebenräume, welche hier betreten werden, 0,885. Okay. Dann wird eine Tür platziert, in dem Fall mittig auf den Achsmaßen, Außenseite in Fluchtrichtung nach außen legen. Per Rechtsklick ins Weiße kann hier noch der Mittelpunkt abgegriffen werden zwischen dieser und dieser Achse hier. Das wird mit dem Bezugspunkt eingemessen, der Wert wird mit Enter bestätigt. Öffnungsbreite mit Enter bestätigen, dann ist hier eine Türöffnung drinnen ohne alles. Falls auch noch abgefragt wurde, ob ein Smartpart oder so etwas eingebaut werden sollte, dann war in der Türöffnung hier in den Eigenschaften noch beim Bibliothekselement etwas definiert. Ich hatte das schon vorher mit dem Löschen gelöscht. Denn ich möchte die Türen alle selbst definieren, ohne auf vorgefertigtes zurückzugreifen. Angefangen beim Tür- und Tor-Smartpart. Dort kann man oben auswählen, was man einbauen möchte, Toren oder Türe. Es wird eine Tür eingebaut mit einem Türrahmen, der hier schon rot in der Vorschau hinterlegt ist. Ich will diesen Rahmentypus haben, welcher links, rechts, oben und unten diese jeweilige Breite hat. Die werde ich noch ändern auf 4 cm für die Seiten links, rechts, oben. Unten baue ich nichts ein. Dann kann man das nächste Feld auswählen und dort entsprechend definieren, was man haben möchte. Oder in diesem Feld einfach das ausschalten, dass hier nichts dabei ist. Das Smartpunkt hängt als Vorschau an der Maus und kann eingebaut werden. Am besten sollte der Pfeil in die richtige Richtung in der Regel nach außen zeigen. Dann ist das eingebaut. Für die weitere Gestaltung kann auch in der 3D-Darstellung das mit den Texturen definiert werden. Einstellungen gibt es auch noch, denn der Abstand zur Öffnung wird unten mit 0,15 angegeben, da ich hier eine Rohbauöffnung haben möchte, mit einem Rahmen, der aber nur bis zum Fertigfußboden geht. Deshalb lasse ich unten noch entsprechend Platz, wie man es dann auch hier in der Grafik sieht. Gut. Vor die Wand möchte ich dann noch eine Schiebetüre montiert haben, welche ich mit dem Smartpart Sonnenschutz Smartpart baue. Beim Sonnenschutz kann man dann den Schiebeladen nutzen. Als Elemente wähle ich hier eines aus und der Typ ist glatt. Oder massiv. Sieht in der Drahtvorschau gleich besser aus. Das expandiert auch an die Türöffnung heran. Wenn es ran expandiert ist, klickt man, dass das eingebaut wird. Man kann hier dann noch diverse weitere Einstellungen treffen.
und die Werte dann entsprechend korrigieren. In dem Fall den Überstand unten negativ einstellen, damit das auch die Höhe des Fußbodens berücksichtigt. Das wird geschlossen und dann sind die Bauteile integriert. Per Doppelklick rechts kann die Tür übernommen werden und weiter eingebaut werden. Oder noch besser, mit dem Kopierenwerkzeug markiert man sich die Türöffnung und kopiert sie vom richtigen Achspunkt zum richtigen Achspunkt zum richtigen Achspunkt. Dann sind hier die Schiebetüren erledigt. Schauen wir uns gleich, weil hier der Markierungspfeil ist, mal die Sache mit der Haustüre genauer an. Hierfür wird wieder eine Türöffnung genutzt. In den Eigenschaften die Sachen eingestellt. In dem Fall sind von den alten Türöffnungen noch die Einstellungen für die Schiebetür und den Rahmen da, was hier gelöscht wird. Jawohl. Und auch der Eintrag 1 wird gelöscht. Jawohl. Schwelle lasse ich mir die Außenschwelle darstellen und das Leibungselement werde ich das noch einstellen. Auf jeden Fall die Ansichtsform in der Öffnung ist rechteckig. Die Öffnungsbreite setze ich mit 1,51 an. Und den Höhenbezug setze ich genauso an wie bei den Innentüren. Unterkante, untere Ebene 0, Oberkante, untere Ebene 2,30. Okay. In diesem Fall greife ich mir dann doch ein Bibliothekselement. Im Standard werde ich bei der Architektur bei den Türen nachsehen. Außentüren die weiße mit 2 oder mit einem Seitenlicht, das ist hier die Frage. Ich fange mal bei Doppelklick mit einem Seitenlicht an. Im Karteireiter Anschlag kann man dann noch so manche Sachen steuern. Unter anderem die Leibung außen mit 12 cm ansetzen, wegen der Wärmedämmung. Okay, und dann baue ich diese Türe erst einmal ein. An der entsprechenden Ecke angefasst. Und dann ungefähr hier platziert. Der Bezugspunkt ist hier oben, wird aber auf diese Ecke geklickt, damit ich von dieser Ecke 0,25 als Abstand einmessen kann. Jetzt geht es natürlich mit der Öffnungsbreite und allem weiter. Aber während man die Tür einbaut, kann man nochmal die Eigenschaften checken, um vielleicht im Karteireiteranschlag gleich bei der Leibung zu definieren, dass die äußere Schicht mit dem zweiten Typus eingegeben wird, um einen Wärmedämmungsversatz mitzunehmen. 3 cm. Okay. Abstand zum Endpunkt der Öffnung wird hier nochmal abgefragt, mit Enter eingegeben und dann wird die Türe gleich eingebaut. Per Klick mit der linken Maustaste um die 4 möglichen Stellungen der Tür herum wird die Türe entsprechend eingebaut. Und mit Rechtsklick bestätigt. Gut. Die Innentüren sind soweit fertig. Dann soll es mit Fenstern weitergehen. Hier ein paar Fenster, hier vielleicht ein Eckfenster und dann noch andere Fenster in diesem Bereich des Gebäudes. Los geht's mit dem normalen Fenstern. Sehen wir mal nach. Auch hier werde ich erst einmal alles von vorne modellieren, ohne groß auf mitgeliefertes zurückzugreifen. Im Fenstermenü gibt es die Öffnung, rechteckig wird es hier. Die Öffnung setze ich mal mit 1,26er Öffnungsbreite an. Bei einer Höhe für diese Sachen setze ich die Höhe an. Unterkante, untere Ebene 1,50, Brüstungshöhe, Rohbaumaß. Oberkante, untere Ebene 2,30, dann haben wir 80 cm Öffnungshöhe. Okay. Bibliothekselemente kann man gegebenenfalls wieder hier löschen, weil ich etwas Neues modellieren möchte. Brüstungsdarstellung beidseitig, Leibungselement erzeugen. Im Karteireiter Anschlag wird das gecheckt, Fenstertiefe entspricht in der Regel der Dicke des Fensterrahmens, 7 cm, Leibung außen, 12 cm. Okay, dann kann man das Fenster mittig am Raum einbauen, rechte Maustaste ins Weiße, damit man die Mitte zwischen hier und hier abgreifen kann.
Wenn das Fenster in der Wand ist, kann man nochmal die Eigenschaften checken, um auch hier im Anschlag die Wärmedämmung mit einem Versatz ein wenig nach vorne zu ziehen. Vor den späteren Fensterrahmen. Okay. Der Bezugspunkt möchte eingemessen werden. Das bestätige ich mit Enter. Die Öffnungsbreite wird eingegeben mit Enter. Dann ist die Fensteröffnung hier eingebaut. Da ich hier die Sachen selbst modellieren möchte, muss das Fenster Smart Part herhalten. Ein Fensterrahmen ist in der Vorschau, hängt an der Maus, kann eingebaut werden. Am besten so, dass der Pfeil nach außen zeigt. Und zwar so, dass das Umdrehspiegelsymbol nicht dabei ist. Man fährt hier richtig hin. Wenn das Fenster rein expandiert ist, klickt man. Für dieses Fenster brauche ich dann noch nicht nur den Rahmen, welcher hier schon angegeben ist, sondern auch im Fenster selbst noch einen Flügel, den man hier dann auswählt. Der Flügel hat dann unten entsprechende Vorschlagswerte für die Geometrie. Ich habe hier gerne einen Drehkippflügel. Die Rahmenwerte mit 5 cm in alle Richtungen mögen okay sein. Schlagleisten kann man eventuell noch anbringen, aber ich brauche hier nur noch auf der Bandseite einen Fenstergriff, sprich auf der Innenseite des Fensters. Dann ist das soweit eingestellt. Schauen wir mal in der Animation nach, wie es vom Drahtmodell her aussieht. Grundsätzlich gut. Die Fensteröffnung stelle ich gerade fest, muss ich noch nacharbeiten später, weil hier die Öffnungshöhe zu groß ist, muss ich das Loch in der Wand, die Öffnung noch nacharbeiten, aber später. Zuerst wird das Fenster fertiggestellt. Ich kann hier noch die Fensterbänke dazu schalten, die Außen- und die Innenfensterbank kann ich hier noch dazu schalten. Und für die Außenfensterbank gibt es Greifer, die ich hier noch nutzen kann, um hier die Fensterbank ein wenig kleiner zu stellen. Bei diesem Fenster, es wird eine Speisekammer, Abstellraum oder sowas werden, werde ich keinen Rollladen dazu schalten, was man hier aber machen könnte, je nach Typ. Dieses Fenster Smart Part ist soweit fertig, dann schließe ich das mal fürs Erste. Per Escape beende ich das Werkzeug, per Doppelklick linke Maustaste passe ich nochmal die Fensteröffnung an, checke nochmal die Höhe der Fensteröffnung. Wenn ich hier einen falschen Wert eingegeben habe, dann passt das nicht. 2,30 hat der Abstand zur unteren Ebene sein sollen. Okay. Etwas in der Liga wollte ich haben. Mit dem Kopieren-Werkzeug kopiere ich die Fensteröffnung über die richtige Strecke weiter. Hier in diesem Bereich will ich etwas anderes haben, deshalb beende ich das. Per Doppelklick linke Maustaste kann ich noch solche Fenster bearbeiten. Denn den Greifer nutze ich noch, um das anzuklicken, um den Fensterflügel auf einen geöffneten Wert von 20% zu stellen. Dann schließe ich das. Hat man ähnliche Fenster, können diese mit geändert werden. Am Bad in diesem Bereich wird dann ein Eckfenster modelliert. Aus den Öffnungswerkzeugen wählt man das Eckfenster aus, klickt die Ecke an, an der das Eckfenster eingebaut wird. Und der Abstand zur ersten Öffnung, der wird dann eingemessen, vielleicht bis zu dieser Achse. Wenn ich den Messpunkt hier mal auf diese Ecke umsetze, sehe ich hier unten das Maß. 1,65, nehmen wir das mal mit, Enter. Wenn das erste Fenster definiert ist, kann man in den Eigenschaften reingehen und hier unten die Bibliothekselemente laden. Auch hier werde ich etwas selbst modellieren. Und dann noch die Höhe checken. Die Höhe übernehme ich mit der Pipette aus den anderen Fenstern, die hier vorne sind. Okay. Brüstungsdarstellung beidseitig. Mit einem besseren Layer. In den anderen Fenstern hatte ich den Makro-Layer, den ich per Doppelklick hier auswähle. Das Leibungselement wird erzeugt und im Anschlag kann man das einstellen mit dem Versatz, den ich hier überall haben möchte. Die Leibung außen ist wieder 12 cm und die Fenstertiefe setze ich wieder mit 0,07 Meter an. Okay, das andere Eckfenster lasse ich bis hier runter gehen, die zweite Öffnung. Wenn ich hier hinklicke, kommt wieder ein Bezugspunkt, dessen Maß bestätigt wird. Dann ist die Eckfensteröffnung hier eingebaut.
und soll dann entsprechend definiert werden. Die Perspektiven kann man über die Projektion jeweils wechseln. Das muss ich mir nochmal genau angucken per Doppelklick linke Maustaste. Die Höhe. Ich hatte mich offensichtlich bei der Übernahme der Höhe verklickt mit der Pipette. Dann geben wir eben die Höhen manuell ein. Besser. Gut. Ein Eckfenster soll in diesem Bereich mit einem Drehkippflügel sein. Das andere soll Festverglasung sein. Ich hole mir hier ein Fenster Smart Part per Doppelklick rechte Maustaste raus. Dann hängt das an der Maus. Und dann kann man sich hier in die Öffnung reinstellen entsprechend. Und je nachdem wie man steht, wird das Fenster geöffnet. Und dann klickt man und dann ist das Fenster eingebaut. Im Maßstab 1 zu 50 sieht man übrigens den größeren Detaillierungsgrad des Fensters. Okay. Per Doppelklick linke Maustaste passe ich das Ding noch an. Denn ich gehe bei den Fensterbänken rein. Denn wenn man Fensterbänke hat, die direkt am Fenster erzeugt worden sind, kann man gewisse Sachen, gerade wenn es um die Fensterbankverschneidung geht, nicht steuern. Deshalb schalte ich das hier aus. Dann schließe ich das. Per Doppelklick rechte Maustaste übernehme ich dieses Smart Part und baue es erst einmal hier ein, so dass es mit dem Pfeil nach außen zeigt. Natürlich passt hier das noch nicht alles zusammen. Per Doppelklick linke Maustaste ändere ich das. Denn in den Elementen sorge ich dafür, dass der Flügel rot markiert ist, denn der wird gelöscht. Dann bleibt eine Festverglasung übrig. Man könnte am anderen Smart Part jetzt noch ein bisschen Feintuning hier beim Fensterflügel betreiben. Auf das verzichte ich jetzt mal. Ich schließe das. Gleichartige Fenster-Smart-Parts werden in diesem Fall nicht angepasst. Dann ist schon mal das Grundsätzliche mit dem Eckfenster definiert. Wenn man Fensterbänke separat definiert über die Werkzeuge für das Fenster-Smart-Part, dann hat man dort noch ein paar Einstellungen mehr. Wenn ich hier oben den Typus Fensterbank auswähle, definiere ich eine Außenfensterbank, die ich erst einmal hier so platziere, dass der Pfeil nach außen zeigt. Und dann kann ich dort noch ein paar Sachen definieren. Unter anderem den Winkel links oder rechts. Das müsste der Winkel links sein, der 135 Grad haben sollte. Natürlich genau falsch rum. War doch der Winkel rechts mit 135 Grad. Okay, 45 Grad. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Aber man findet sehr schnell raus, indem es angezeigt wird. Das ist die eine Geschichte und da wir hier noch ein bisschen überstehen, müssen wir den Abstand zur Eröffnung noch ein wenig steuern. Man kann auch die Greifer nutzen und hier die Abmessungen entsprechend anpassen und hier die Greifer nutzen und hier die Abmessungen entsprechend anpassen. Dann ist diese Fensterbank mit der Verschneidung hier auf Gärung soweit fertig. Das schließe ich mal. Die Fensterbank hängt an der Maus und kann an die nächste Öffnung, in dem Fall mit der Spiegelung, eingebaut werden. Die Werte passen zusammen, dann schließe ich das. Innen wird dann nochmal eine Fensterbank kommen. Vom Typ her wähle ich dann die Innenfensterbank. Man platziert sich wieder so, dass der Pfeil nach außen zeigt. So, die Winkel hier passen schon mit den Greifern, welche ich hier anklicke. Kann man die Winkel hier beeinflussen? Das war der falsche Greifer. Per Escape habe ich das abgebrochen. Per Doppelklick gehe ich dort nochmal ran, um die Abmessungen hier zu erwischen, dass ich die Abmessungen auf die Wand hier anpasse. Dann hat man auch die Innenfensterbank hier an dieser Stelle. Schließt das. Per Doppelklick rechte Maustaste kann ich diese übernehmen. Und wenn ich mich richtig an die Öffnung hinstelle, bekomme ich auch noch die zweite Innenfensterbank gespiegelt mit dem Pfeil nach außen eingebaut. Und dann ist auch diese Fensterbank definiert. Das schließe ich ab, zentriere mal inzwischen das Bild.
Per Doppelklick hier oben auf die Überschrift drauf kann man auch mal den Zwischenstand als Bild zentrieren und in der Animation mal genauer ansehen. Dann entwickelt sich das schon so langsam. Gut, Doppelklick hier oben drauf, um das kleiner zu machen. Ich habe immer gerne eine Vermaßung mit der Fenstervermaßung, weil die Fenstervermaßung erst so richtig bei der Werkplanung interessant wird, vor allem wenn man hier unterschiedliche Öffnungsmaße außen und innen hat. Egal, per Rechtsklick auf die Wand hole ich mir das Werkzeug zum Wendebemaßen, checke in den Eigenschaften die Werte, alle Texte gleich, Schriftsatz, Areal 2 mm ist bei mir meine bevorzugte Höhe. Nach der Regelung Allplan oben mittig platziert. Gut, die Zahl ist richtig eingestellt. Eingabeoptionen mit oder ohne Maßhilfslinie. Und im Maßblock nehme ich alles mit inklusive Öffnungsmaßkette für die Öffnungsmaße auf den Außenseiten des Gebäudes. Die Layer gefallen mir nicht, das ändere ich noch. Denn ich will, dass die Maßketten von dem Layer her grundsätzlich auf MLL sind. Das stelle ich für alle drei hier ein, die kommen. Und die Öffnungsmaßkette mit den Öffnungshöhen ist eigentlich etwas, was ich primär im Werkplan brauche. Deshalb sehe ich hier schon mal den ML50 Layer vor, den ich dann nach Bedarf ein- und ausschalten kann. Und die Außenmaßkette brauche ich eigentlich doch nicht, weil ich keine Gebäudeversprünge in diesem Sinne habe. Okay, die Wand ist ausgewählt, plus anschließende Eckwände. Rechtsklick zum Bestätigen, parallel zu dieser Wandseite. Dann hängt das Paket an der Maus. Man kann noch den Abstand aktivieren. Und fürs Erste, denke ich, werde ich das etwas außerhalb des Achsrasters platzieren, mit Abstand zum Ende der Achse hier. Und dann geht es weiter, man markiert die nächsten Wände, bestätigt mit Rechtsklick, mit Linksklick, wählt man das hier aus, dann platziere ich das mit Abstand zu dieser Achsseite, Ende Achse klicke ich an. Die drei Wände hier unten mit Rechtsklick bestätigen. Mit links das hier auswählen und dann wieder mit einem Abstand zu diesem Achsenende platzieren. Eine Seite haben wir noch. Dieses Rechtsklick bestätigen, parallel dazu und platzieren. So, was mache ich denn? Ich gehe fürs Erste auch mal hier außen hin. Gut, dann haben wir das. So, ich will in diesem Bereich einige Fenster mit Schiebeflügeln haben. Gut, was haben wir hier? Ja, das könnte gut sein. Dort will ich also eine richtig große Fensteröffnung haben. Naja, Fensteröffnung ist gut. Eigentlich ist es eine Tür. Die Tür wird zur Fensterfläche mit dazugezählt. Und dann werde ich hier eine Terrassentüre bekommen. Die Öffnung ist rechteckig. Ich werde hier über 2, 4, 6 Achsfelder gehen. 6 Achsfelder, a 75 cm. Das Achsfeld entspricht einer Breite von 4,50 m. Das kann ich jetzt hier oder natürlich später eingeben. Die Höhe dieser Fensteröffnung soll raumhoch sein. Unterkante, untere Ebene 0. Oberkante an die obere Ebene ebenfalls 0. Dann ist die Fensteröffnung raumhoch nach Rohbaumaß. Gut, Fenstertür ist aktiviert. Das Bauteil werde ich mir wieder selbst zusammenbauen, deshalb lösche ich das alte hier raus. Schwellendarstellung. Was nehme ich denn hier mit? Keine. Leibungselement wird erzeugt und genauer im Anschlag gesteuert. Leibungselement. Die Leibung außen wird 12 cm betragen. Die Türtiefe, weil ich hier einen entsprechenden Türrahmen mit Schiebetüren haben möchte, denke ich, werde ich einen 15 cm dicken Rahmen mal ansetzen, was hier auch als Türtiefe dokumentiert wird. Okay, dann hängt die super breite Fenstertür an der Maus. Ich platziere das Ding mal, weil ich hier noch speziellere Sachen vorhabe. Kommt jetzt hier kein Wärmedämmungsversatz dazu. Die Türe wird eingebaut, mit Hilfe des Bezugspunktes eingemessen. Enter, Abstand zum Endpunkt der Öffnung, 4,50. Check, passt. Die gepunkteten Linien sind hier die Leibung. Dann habe ich vor, mein Smart Part zu bauen. Mein Fenster Smart Part. Das hier platziert wird, es expandiert hier rein. Der Pfeil sollte nach außen zeigen, was mit Klick dann auch eingebaut wird.
Und dann schauen wir uns mal den Rahmen an. Der Rahmen soll in diesem Fall auch diese Form haben. Die Breite links, rechts, oben und unten kann man einstellen, aber von der Tiefe her mache ich das Ding schon mal 15 cm dick, dass Platz genug ist für spätere Schienen von der Schiebetür. Die Breite links, rechts lasse ich mal mit 7 cm angesetzt. Die Breite oben und unten mache ich wegen diverser Aufbauten, zum Beispiel Fußbodenbelag, noch dicker. Soweit, so gut. Dann braucht es ein paar weitere Einstellungen. Ich klicke in das Feld rein, was bearbeitet werden soll. Und ich brauche vertikale Pfosten, welche diese Geometriewerte haben. Mal schauen, wie eine Vierfachunterteilung ausschaut. Naja, geht eigentlich ganz gut. Aber da ich in der Mitte Schiebeflügel haben möchte, komme ich damit nicht so richtig weiter. Das heißt, ich brauche eine andere Aufteilung. Hier bietet sich die feste Breite mittig an. Und er schlägt hier 2,145 vor. Diese Aufteilung hier sieht optisch ganz gut aus. Die nehme ich her. Die Pfosten kann man dann noch mit diesen Werten gegebenenfalls zur Achse ausrichten, mit irgendeinem Abstand. Das werde ich dann noch bei Gelegenheit genau betrachten. Jedenfalls klicke ich dann in dieses Feld rein, unterteile es erst einmal mit einer vertikalen Unterteilung, welche man auch hier über die Felder wieder unterteilen kann. Hier ist der Greifer, falls man mal diese Unterteilung angehen möchte. Letzten Endes klicke ich hier ein Feld an, baue hier einen Flügel ein. Der Flügel wird als erstes mal ein Schiebeflügel horizontal. Der Anschlag zeigt schon in die richtige Richtung. Okay, man kann auch hier mit dem Mausrad drehen, um die Werte zu sehen, um die Vorschau zu sehen. Das ist okay. Ich gehe mal hier ein bisschen näher ran. Die Werte sind soweit okay. Beschläge mache ich noch mit dem Fenstergriff auf der Bandseite. Den Anschlag drehe ich dann doch noch besser um. Okay, was haben wir dann noch? Die Falzwerte stimmen noch nicht ganz. Checken wir mal die Falzwerte. Breite links, rechts, oben und unten. Eigentlich haben wir hier überall 0. Auch eine Tiefe von. Die Tiefe lassen wir mal so. Nein, eigentlich sind alle Werte 0. Dann ist dieser Schiebeflügel soweit eingebaut. Mal schauen, vielleicht können wir doch hier mit 2 cm arbeiten. Falsche Seite, richtige Seite, hinten wollte ich es haben. Das ist okay, das heißt, ich baue noch einen anderen Schiebeflügel hier ein, das Feld auswählen, Flügel auswählen, Typus und so weiter und so fort. Dann ist hier der Anschlag, dann kommt noch der Fenstergriff mit dazu und dann haben wir hier noch die Breite der Falze, welche dann noch angepasst und korrigiert werden. Gut, das wird geschlossen. Sehen wir uns mal den Zwischenstand an. Sehr gut. Damit komme ich gut zurecht. Per Doppelklick linke Maustaste kann man dann natürlich jedes Smart Part hier noch weiter bearbeiten. Ich sehe mir noch mal diese Pfosten hier an. Kann man die ausrichten? Ja, kann man. Ich wollte die nach außen ausrichten. Bündig zur Außenseite. Wunderbar. Man kann das jederzeit hier unten speichern, aber ich schließe das. Das will ich hier soweit haben. Gut.
Diesen Fenstertyp kann ich auch kopieren und spiegeln. Auswählen, Spiegelachse ist die winkelhalbierende, die man hier super mit der Spurverfolgung oder mit dem Achsraster abgreifen kann. Hier das will ich haben, hier einen Schiebeflügel, gut. Mit Kopieren und Spiegeln kann ich das Ding spiegeln über die Achse, die ich hier anklicke. Dann habe ich hier gleich nochmal solch eine Fenstergestaltung, eine richtige Fensterreihe mit den Schiebeflügeln. Dann sehen wir mal weiter, was wir noch brauchen können. Mal schauen, ob noch eine weitere Spiegelung Sinn macht. Nein, in diesem Fall werde ich etwas anderes einbauen. Sehen wir mal weiter nach. Vielleicht mal eine kleine Kontrolle. Per Doppelklick öffne ich mal wieder die Teilbildliste. Schalte mal die anderen Teilbilder von den anderen Stockwerken dazu. Gut. Ich verkleinere das per Doppelklick wieder hier und nutze mal die Objektepalette, um die oberen Stockwerke über die AUX-Symbole unsichtbar zu schalten, wenn hier nach Teilbildern sortiert wird. Gut, dann geht's hier an dieser Stelle weiter. Denn hier habe ich auch noch etwas vor mit dem Eckfenster. Der Eckpunkt ist hier und das erste Fenster geht bis zum anderen Fenster. Den Wert bestätige ich. Dann geht es wieder hier rein ins Eckfenster. Vom Anschlag her brauche ich den normalen Typ. Die Leibung außen ist das hier und die Leibung, die Fenstertiefe hier, soll 15 cm sein wie bei den anderen großen Fenstern. Und von der Öffnung her werde ich die Höhe nutzen und mit der Pipette aus den vorhandenen raumhohen Öffnungen rausholen. Schaut gut aus. Okay, Brüstungsdarstellung wird keine benötigt. Okay, dann baue ich das zweite Eckfenster ein und dann ist auch hier das entsprechende definiert. Dann werden auch hier noch die entsprechenden Smart Parts modelliert. Ich will hier Eckfenster haben. Vielleicht hole ich mir einfach solch ein Smart Part per Doppelklick rechte Maustaste. Und lass es doch tatsächlich erst einmal hier einbauen. Ich fahre mal hier in die Eckfensteröffnung rein. Dann expandiert er hier rein. Die Expansion geht nicht so richtig. Ich fange lieber von vorne an. Fenster, Smart Part. Hier rein ins Eckfenster. Ich will es so einbauen, dass der Pfeil nach außen zeigt, ohne dieses Spiegelungssymbol der Dreiecke. Dann muss der Rahmen wieder angepasst werden, welcher hier schon da ist, in dieser Form. Die Tiefe für unten gebe ich wieder mit 15 cm an. Die Breite oben und unten auch 15 cm. Soweit, so gut. Die Breite links und die Breite rechts, eine davon ändere ich jedenfalls auf 0. Das ist diese hier. Okay, aber dann würde die Glasscheibe, welche hier übrig bleibt, zu weit rausragen. Ich schließe das trotzdem mal, damit man hier einen kleinen Zwischenstand sieht. Okay, dann per Doppelklick linke Maustaste wieder weiter bearbeiten und dieses Detail hier mal genauer ansehen. Die Rahmendicke kann ich zwar beeinflussen über den Greifer, aber das ist nicht das, was ich hier haben wollte. Ich klicke hier in dieses Feld rein. Da arbeite ich hier weiter und hier muss eine Unterteilung 75 mm eingerückt platziert werden, was ich hier mit der vertikalen Trennung auch mache. Und vom Typ her werde ich die Unterteilung so platzieren, dass ich eine 1:N Aufteilung nehme und dann kann man das nutzen. Besser ist die feste Breite rechts. Oder war es die feste Breite links, so wie es ausschaut von der Vorschau. Und dort werde ich die 0,075 einrücken.
Genau, dann habe ich die Unterteilung, wo ich sie haben möchte. Die Glasscheibe geht von hier bis zur Unterteilung und links nebendran habe ich auch noch eine kleine Glasscheibe, die ich anklicke, denn die wird entfernt, dass ich hier etwas ohne einbaue. Dann ist das soweit erledigt. Ich schließe das. Dann habe ich hier einen schönen Eckfenster-Zwischenstand. Jetzt könnte man natürlich die Details noch ganz genau machen, aber für das Eckfenster reicht es, wenn ich dieses Smart Part hier per Doppelklick rechte Maustaste übernehme und hier ins Eckfenster reinfahre. Und das dann hier rein expandieren lasse. So oder gespiegelt. Dann steht es richtig. Eingebaut wurde es mit Klick. Dann schließe ich das. Und dann ist hier ein schönes Eckfenster entstanden. Und dann wird gespiegelt und kopiert dieses Eckfenster über eine brauchbare Mittelachse, die sich hier anbietet. Dann wird, mache hier noch genauso ein Eckfenster. Diese Frage wird sich bald klären. Fürs Erste kopiere ich es mal rüber. Ich entscheide mich noch, ob ich das dann tatsächlich haben möchte. So, was ist die Mittelachse? Weiß ich nicht. Rechtsklick ins Weiße. Mittelpunkt zwischen dieser und dieser Kreuzung konstruieren. Aha, dann sieht man, dass die Mittelachse nicht im Achsraster liegt, sondern dazwischen. Dann ist hier auch noch so ein Eckfenster. Dann sehen wir mal, was hier übrig bleibt. Gut. Ich denke, hier werde ich noch ein dreifeldriges Fenster machen über drei Achsen. Diese Linie wähle ich aus. Entfernen-Taste. Dann sehen wir uns die Unterteilung hier an. Schön. Ein großes Fenster kommt noch rein. Das wird jetzt auch tatsächlich ein bodentiefes Fenster, was ich mit einem Anfassungspunkt, andere Seite, hier einbaue. Der Bezugspunkt liegt hier. Ich messe den Abstand auf 0 ein und die Fensterbreite greife ich jetzt einfach bis zu dieser Ecke, die ich hier anklicke, ab. Öffnungsbreite wird unten mit 2,25 angegeben und das bestätigt. Natürlich hätte man noch in die Eigenschaften reinsehen können, was ich jetzt nachträglich erledige per Doppelklick linke Maustaste. Die Öffnungsbreite stimmt, aber die Höhe stimmt nicht. Die gehe ich hier an. Mit der Pipette, ne? Pipette. Hole ich mir die Öffnungshöhe aus dem Eckfenster. Stimmt, Raum hoch. Okay. Die Brüstung, keine. Leitungselement erzeugen. Im Karteireiteranschlag stelle ich den Typus wieder hier auf das ein. Und das Leitungselement wird erzeugt mit einer Fenstertiefe von 0,15. Bei einer Leitung außen von 12 cm. Okay. Dann ist das vorbereitet. Hierfür habe ich auch noch kein Smart Part modelliert, aber das ändert sich mit dem Fenster Smart Part. Ich baue es wieder hier ein. Der Rahmen will noch einmal angepasst werden. Links, rechts 70 mm, oben, unten 150 mm bzw. 0,15 m und die Tiefe genauso. Dann stellt sich die Frage, ob man noch einen vertikalen Pfosten braucht. Nein, das mache ich jetzt mal nicht. Ich schließe das. Dann haben wir hier einen Satz großer Glasscheiben mit Rahmen montiert. Okay, per Doppelklick verkleinere ich das wieder. Dieses Eckfenster fällt raus, weil ich mich hier umentschieden habe. Dann werde ich diese Fensteröffnung per Doppelklick rechte Maustaste übernehmen. Dann kann ich die da unten mit dem anderen Transportpunkt erst einmal einbauen. An dieser Ecke hier. Eingemessen ist das schon, deshalb kommt gleich die Öffnungsbreite. Dann wird es nur noch eingebaut und die Lage des Fensters mit Rechtsklick bestätigt. Denn in diesem Bereich will ich für die Seitenansicht es einheitlicher haben mit dem Eckfenster hier oben. Kopieren und spiegeln. Das Ding markieren, die Mittelachse vom Gebäude
als Spiegelachse anklicken, dann baut es auch dieses Eckfenster hier ein. Per Doppelklick öffne ich mal wieder das hier oben, check das Ganze, dann bekommen wir hier schon ein Konzept. In der Objektepalette schalte ich mal das Obergeschoss dazu. Dann haben wir hier eine Hausansicht, welche so aussieht. Gut. Hier die nächste Hausansicht und so weiter und so fort. So langsam bekommt das Gestalt. Gut. Für das Obergeschoss geht es dann im nächsten Teil weiter. Dort werden dann die Erdgeschossfenster recycelt. Ich möchte einigermaßen die Fenster im Obergeschoss recyceln. Das heißt, man kann die Fenster zwar per Doppelklick rechte Maustaste übernehmen, aber ich markiere jetzt mal die Sachen vom Erdgeschoss per Steuerung C in die Zwischenablage damit. Dann wird das Obergeschoss hier vorne am Symbol rot geschaltet. Erdgeschoss mache ich mal prophylaktisch grau, passiv, genauso wie die Decke über dem Stockwerk. Und dann füge ich per Steuerung V mal die Daten ein. Hier soll das Elternschlafzimmer hin und hier das Kinderzimmer, hier das Bad. Von den Fenstern her kann ich kopierenderweise Fenster übernehmen,
Mal sehen. Ich kopiere diese drei Fenster ausgehend von dieser Wandecke hier ins Obergeschoss in diese Wandecke hier rein. Okay, das passt hier mit der Ankleide noch nicht zusammen. Mal schauen, wie die Fassade sich hier entwickelt. Ich denke, die Fenster geben hier das Maß vor. Das heißt, ich nutze Punktemodifikation, markiere hier alle zu verschiebenden Ecken und verschiebe die von einem Achskreuz zum nächsten Achskreuz. So passt das ein wenig besser zusammen. Da ich hier die Ankleide habe und hier noch genug Platz für ein Bett, für ein schönes großes, kann ich hier dieses Stückchen Wand noch zurücksetzen. Per Doppelklick rechte Maustaste übernehme ich das, setze das doch wieder auf die andere Wand drauf und per Rechtsklick gehe ich diese Wand an und mit Linienbauteil an Linienbauteil werde ich das hier mit der Wand verschneiden. Dann habe ich hier Platz für einen kleinen Schrank. Dann die Gestaltung der anderen Fenster. Hier kommt die Treppe hoch, hier soll das Kinderzimmer sein. Sehen wir uns das mal an. Okay. Ich denke, ich werde das Thema der Türe hier wieder aufnehmen. Das heißt, zuerst wird einmal das gespiegelt, kopieren und spiegeln, dieses Eckfenster über die Mittelachse. Dann haben wir hier Platz, aber ich werde hier noch das hohe Fensterthema beim Seitenlicht der Türe aufnehmen. Dort werde ich neue Fenster brauchen, das kommt noch. Zuerst sehe ich mal nach, was man hier noch einbauen könnte. Ich kopiere diese Fenster ausgehend von der Ecke, die ich hier fange. Das ist nämlich der Außenecke der Wand entsprechend. Nach unten. Also diese Fenster. Dann klicke ich das an dieser Ecke hier an, von hier weg. Nach hier unten. Dann lösche ich mal diese Maßketten hier. Dann ist das Fenster eingebaut. Jetzt haben wir natürlich noch eine kleine Wandfragestellung zu klären. Okay. Interessant. Das Raster kann man dann nutzen. Da muss ich mir noch was überlegen. Okay, hier unten denke ich, kopiere ich mal dieses Fenster ausgehend von der Ecke, die ich hier fange, auch wenn sie nicht sichtbar ist, an diese Ecke hier ran. Dann habe ich hier schon mal eine gewisse Vergrößerung dieses Bereichs. Eine weitere könnte hier noch folgen. Ich kopiere und spiegele dieses Fenster über die Achse. Besser. Gut, dann brauchen wir hier noch die beiden Sachen. Hier muss ich mir noch etwas überlegen. Hier will ich durchgehen. Und dann haben wir das hier. Hier könnte das Bett hinkommen. Hier dann der Durchgang. Okay. Aber hier das mit den Fenstern muss ich noch lösen. Per Punktemodifikation verschiebe ich mal
diese Fenstergrenzen von diesem Achspunkt zu diesem Achspunkt und hier unten diese Fenstergrenzen von diesem Achspunkt zu diesem Achspunkt. Oder ich werde mit der Punktemodifikation diese Fenstergrenze von diesem Achspunkt zwei Punkte hochschieben. Dann haben wir hier die neue Aufteilung. Das mit der Wand bekomme ich noch hier nicht ganz unter. Gar nicht so einfach. Zumindest haben wir hier aber einen Durchgang. Das heißt, diese Wand kann ich per rechte Maustaste angehen, per Linienbauteil an Linie, an diese Linie mal fürs Erste anschließen lassen. Und dann sehen wir mal weiter, was brauchen wir noch. Zuerst einmal die offensichtlichen Sachen erledigen, nämlich die Türöffnungen. Ich werde auch hier Schiebetüren einbauen, mittig angefasst. Dann komme ich an diese Achse hier ran. Abstand zum Bezugspunkt bestätigen, Öffnungsbreite bestätigen mit Enter. Und dann wird die Türöffnung eingebaut und falls notwendig, kann man drum herum klicken, um die Schiebetüre zu platzieren. Mit Rechtsklick wird das bestätigt, die andere Türe ins Bad wird hier eingebaut, wobei ich denke, ich hier eine normale Flügeltüre einbaue, aber zumindest kann ich die Tür hier schon mal platzieren. Enter, Enter, mit Rechtsklick bestätigen. Mit dem Löschwerkzeug entferne ich das Schiebeelement. Per Doppelklick linke Maustaste klicke ich dieses Tür-Smart-Part an, checke die Elemente und im mittleren Feld ist momentan nichts drin. Das ersetze ich durch eine Flügeltüre mit einem Türblatt. Dies kann genauso geöffnet werden. Vielleicht kommt noch ein Beschlag dazu, ein Türgriff. Das ist gut, das schließe ich. Dann sieht man hier die Türen eingebaut. Per Doppelklick rechte Maustaste. Übernehme ich die Türe, baue dies an diesem Abschnittpunkt ein, Enter für die Maße. Diese Türe geht so auf, gut, mit Rechtsklick bestätigen. Und dann kommt hier noch eine Türe rein ins Kinderzimmer. Die platziere ich so, die Maße bestätigen mit Enter und diese Türe lasse ich so rum aufgehen. Gut, mir will immer noch nichts einfallen bei dieser Wand und bei diesem Fenster hier. Gut. Dann muss da eine Kleinigkeit geändert werden, weil ich will auf diesen Achsschnittpunkt hier drauf. Das heißt, in der Objektepalette werden die entscheidenden Teilbilder, die Decke und das Erdgeschoss aktiv in den Hintergrund gesetzt. Dann kann ich mit der Punktemodifikation alles, was hier rankommt, selektieren und von dem Mittelpunkt, der hier gefangen wird, auf den Achsschnittpunkt schieben. Dann ist mir das sympathischer. Dann deaktiviere ich die anderen Teilbilder wieder und nutze die Punktmodifikation und werde das komplette Fenster hier selektieren und vom Abschnittpunkt hier nach hier verschieben. Das beende ich mit Escape. Diese Fensteröffnung hier lösche ich. Die Fensteröffnungen resultieren aufgrund der Öffnungen in den Wänden. Wenn ich beides lösche, ist die Wand wieder hier da. Ups, das habe ich beim bei dem Werkzeug Punktemodifikation offensichtlich nicht mitgezogen, diese Ecke. Und dann markiere ich noch diese Ecke, weil diese leider gerade runter sollte.
Dann werde ich hier eine kleine Fensteröffnung über zwei Felder einbauen. Ah, super, jetzt habe ich die Lösung gefunden. Kleine Fensteröffnung. Ich wähle die Fensteröffnung aus, beziehungsweise hier wieder die Türöffnung, weil es hier eine Balkontüre wird. Ich checke die Eigenschaften, schmeiß das alte Zeug hier raus, definiere das als Fenstertür, schwelle keine, rechteckige Form, Öffnungsbreite ist 1,50 über diese beiden Achsfelder. Öffnungshöhe, Höhenbezug, wieder Raum hoch, per Pipette hole ich mir das aus dem Eckfenster. Kleiner Kontrollblick, passt. Dann muss natürlich noch der Anschlag gecheckt werden. Ein Leibungselement wird erzeugt und zwar mit einer Türtiefe von 0,15 und einer Leibung außen von 0,12. Okay, dann baue ich das ein. Es bietet sich sogar an, hier das mit dem Mittelpunkt an dieser Stelle einzubauen. Einmessen, Öffnungsbreite. Dann ist hier die Öffnung vorhanden. Gut. Ich habe hier zwar eine Lösung, aber die Felder unterteile ich ein wenig anders. Per Punktemodifikation wähle ich diese Punkte aus und verschiebe die von hier nach hier. Dadurch findet sich doch wunderbar eine Lösung. Dann muss wieder ein Fenster eingebaut werden. Hier übernehme ich das Fenster Smart Part, was vom Erdgeschoss noch hierher kopiert wurde, per Doppelklick rechte Maustaste. Fahre hier in die Öffnung rein und sorge dafür, dass der Pfeil nach außen zeigt. Dann wird das hier eingebaut. Dann wird man... einen Flügel auswählen. Ich wähle mal diesen hier aus, dass der rot ist. Den lösche ich. Dann markiere ich hier unten den Unterteiler. Den schmeiße ich auch raus. Jetzt hat es mir das Fenster zu weit umgebaut. Kein Problem. Im roten Bereich will ich noch einen Pfosten haben, den ich einbaue. Der kommt mittig rein, wie man es hier sieht. Und auf einer Seite werde ich noch einen Schiebeflügel einbauen. Flügel. Der Flügel liegt genau an der Seite hier unten. Ich glaube, das lasse ich auch hier unten. Jedenfalls kommt dann noch auf die Bandseite wieder der Fenstergriff. Natürlich sollte noch das vom Typ her auf den Schiebeflügel umgestellt werden. Sehr gut. Ich vergrößere mir das ein wenig, dass ich die Werte besser sehe, wenn es um die Falzeinstellungen geht. Alle Werte auf 0 bis auf einen, der linke oder der rechte, der Wert bleibt dann auf 2 cm. Mal schauen, welcher es ist. Genau der andere, 0,02 und der linke Wert wird auf 0 korrigiert. So soll es sein. Das schließe ich. Dann ist das eingebaut. Dann kommt hier noch Spiegeln wieder zum Einsatz, und zwar Kopieren und Spiegeln von dieser Fensteröffnung über diese Achse hier. Ich frage mich gerade, ob ich die Wand hier stehen lasse oder durch ein weiteres Fenster ersetze. Ich möchte das Eckfenster dann nicht so breit machen. Mal sehen. Aus dem Erdgeschoss kommend hatte ich genug Fenster recycelt, dann kann das mal alles gelöscht werden. Dann probiere ich es mal mit einer Fensteröffnung nochmal. Fensteröffnung, welche raumhoch ist, die Höhe hole ich mir mit der Pipette mal wieder aus einer dieser Öffnungen heraus. Hier ist schon ein Fensterbauteil geladen, was ich mir mal in der Isometrie hier ansehe. Schön, ich will es selber bauen, deshalb schließe ich das wieder. Dann Brüstung keine, Leibung haben wir, checken wir den Anschlag, die Werte wie von vorhin. Okay, dann wird hier die Fensteröffnung eingebaut, begonnen ab hier einzumessen, Abstand 0 beim Einmessen, Öffnungsbreite 0,75. Dann ist hier die Wand durch die letzte Fensteröffnung ersetzt worden.
Und dann baue ich hier einfach nochmal ein Smart Part ein, weil es dieses Smart Part hier auch noch nicht gibt. Fenster Smart Part. Mal wieder in die Öffnung reinfahren, dass es platziert. Und zwar so, dass der Pfeil nach außen zeigt, am besten ohne Spiegelsymbol. Rahmen mal wieder ein bisschen anpassen. Und so weiter und so fort. Unten 0,15, oben 0,15. Und dann von der Tiefe her auch 0,15. Dann ist hier das Fenster eingebaut. Ich schließe das Ganze ab. Und dann haben wir hier die Fensteraufteilung mit teilweise Schiebetüren, um hier an die linke Terrasse rauszukommen. Und dieses raumhohe Fenster bietet sich an, dass es als Fensteröffnung per Doppelklick rechte Maustaste übernommen wird und hier drüben nochmal eingebaut wird. An dieser Stelle, Abstand von diesem Achskreuz ist 0, Öffnungsbreite 0,75, Check passt, Rechtsklick zum Bestätigen. Spiegeln ist zwar schön, aber ich will ein zweites Fenster nochmal an dieser Stelle haben, Abstand 0, Abstand zum Endpunkt der Öffnung, Check passt. Jetzt haben wir hier ein paar kleine Details zu klären. Denn wenn sich Wände verschneiden, geht die eine Wand, die sich verschneidet, nur bis zu dieser Wand hier hin. Und diesen Bereich wird man nicht unbedingt mauern, sondern mit einem weiteren Trockenbauelement ausfüllen. Hier kann man dann eine Wand nutzen oder eine Stütze mit der richtigen Geometrie. Ich messe mal die Strecke von hier nach hier und habe hier eine Breite von 15 cm. Gut, dann schaue ich mal bei der Stütze entsprechend nach, was ich hier als rechteckige Stütze einbaue. Mal sehen, ob es passt. 12 cm Breite. 16 cm Breite hatten wir gemessen. Dicke gebe ich mal mit 10 cm an. Höhe ist raumhoch wegen der Fensteröffnungen. Gewerk ist Trockenbauarbeiten oder Metallbauarbeiten. Weil ich vom Material her eine Metalltrennwand haben möchte. Okay, mal schauen, ob es klappt. Als Stilfläche wähle ich noch die 305 aus. Im Grundriss lasse ich es mal mit darstellen. Und dann baue ich das ein. An der linken Mitte angefasst, hier an dieser Stelle. Irgendwie hatte ich doch einen Wert zu viel. Das waren wohl doch nur 15 cm. Gut. Okay, dann baue ich das hier ein. Wenn ich hier den Zeichnungstyp ändere, sollten die Stilflächen reagieren. Ich wechsle mal auf die Entwurfszeichnung. Dann reagieren die Stilflächen. Ausführungszeichnung. Dann ist das hier ein wenig grauer geworden. Gut. Maßstab lassen wir. Entwurfszeichnung ist hier auch ganz gut anzuwenden. Sehen wir uns das mal hier drüben an, wie das aussieht. Gut, für den besseren Einblick von oben gehe ich mal in die Objektepalette. Und schalte mal Grund das Obergeschoss aus und wieder ein, weil ich wohl offensichtlich die Deckenplatte hier falsch gezeichnet hatte. Die sollte nämlich auf die 1101 drauf. Die kopiere ich per Steuerung X hier raus. Per Doppelklick öffne ich die Teilbildliste, schalte das Deckenteilbild hier zu, füge per Steuerung Alt V die Deckenplatte wieder ein. Kleiner Check per Doppelklick, ob hier die Höhe noch passt. Grundsätzlich ja, aber wenn ich auf dem Teilbild bin, will ich von der unteren zur oberen Ebene gehen, Abstand 0. So, das ist die Höheneinstellung, wie ich sie hier haben möchte. Das Deckenteilbild schalte ich jetzt aber trotzdem unsichtbar, dass ich mir dieses Detail hier mal angucken kann. Sieht gut aus. Die anderen Teilbilder kann man mal wegschalten.
Beim Zäunen geht es jetzt wieder um das Teilbild 1100, weil ich diese Metallstütze kopiere. Dann wähle ich das aus, klicke das an der rechten Seite an, dass es so angefasst ist, und dann packe ich das hier noch auch in die Mitte mit dazu. Dann ist dieses Detail gleich mit erledigt. Und beim Zeichnen gefällt mir langfristig die Ausführungszeichnung wegen ihrer Schraffuren doch besser. Das zentriere ich mal. Die Zentralperspektive wird hier zentriert. Per Doppelklick hier oben größer gemacht. Dann sehen wir uns das mal an. Sehr gut. 1 Haus mit viel, viel Glas. Gut. Die Öffnungen sind soweit definiert. Per Doppelklick mache ich das hier wieder klein. Fürs Erste könnte dann noch das Obergeschoss, welches ich über die Teilbildliste per Doppelklick auf die Nummer jetzt mal aktiv pur schalte, auch noch eine Vermaßung brauchen. Kombiniert am besten mit dem Achsraster, was ich grau dazu schalte, damit ich die Maßketten hier besser platzieren kann. Per Rechtsklick auf eine Wand hole ich mir wieder Wände bemaßen. Die Einstellungen sollten vom Erdgeschoss her noch stimmen. Okay, dann nehme ich die Wand mit. Die Wand, die hier unter den Fensteröffnungen versteckt ist, und die Wand. Rechtsklick bestätigen. Parallel zu dieser Wand erzeuge ich die Maßkette und platziere das mal hier fürs Erste außerhalb. Dann nehme ich die Wand mit, plus die und die Wand, Rechtsklick bestätigen, parallel zu dieser Wand erzeuge ich das und platziere das fürs Erste mal. Ich habe hier noch eine Terrasse vor, deshalb platziere ich das auch mal außen. Dann kommt noch die Wand und die Wand mit, Rechtsklick zum Bestätigen, parallel dazu und hier wieder was platzieren. Und dann noch die 3 rechten Wände, Rechtsklick bestätigen, parallel hierzu. Und auch entsprechend platzieren. Dann habe ich wenigstens hier mal eine Kontrolle. Die spezielleren Situationen wie hier wird man dann noch je nach Bedarf individuell an der Maßkette anpassen müssen. Dort könnte man per Rechtsklick hier Maßlinienpunkte löschen. Und zwar den inneren Bereich. Hier drüben trifft dieselbe Situation nochmal zu. Escape beendet dann das Ganze. Die Eigenschaftenpalette hole ich mal wieder her, damit ich wieder sehe, was dort sonst eingestellt ist. Und dann kann ich per Doppelklick ins Weiße die Teilbildliste zuschalten und einige Teilbilder aktiv setzen, inklusive Bodenplatte. Und eines muss rot geschaltet sein, dass man überhaupt weiterarbeiten kann. Dann schließe ich das. Checke nochmal in der Zentralperspektive die Größe des Gebäudes. Und die Wandöffnungen sind dann soweit erledigt. Gerade hier vorne im Bereich wird es noch mit der Statik ganz interessant, wenn man dort was rechnen möchte. Da werde ich über kurz oder lang noch ein paar Stützen brauchen. Die Stützen platziere ich noch, 2 in den Ecken und dann noch in diesem Bereich hier eine Stütze. Das heißt, Teilbildliste, Doppelklick auf das Grundrissteilbild. Dann nehme ich die Betonstützen als Thema wieder auf und kopiere die Stütze. Ausgehend vom Mittelpunkt, den man fängt, hier in diese Ecke hier rein. Und der Abstand ist so, dass ich mich hier auf diese Ecke drauf stelle und in X-Richtung 0,2 eingebe, in Y-Richtung 0,2. Machen wir 25 cm in beide Richtungen. Man kann die Maus nochmal hier verfahren und dann sich hier auf die Ecke draufstellen. Wenn die Vorschau passt, klickt man die Ecke an. So, dann brauche ich leider das Achsraster, was ich aus der Teilbildliste nochmal dazu schalten muss. Passiv. Dann sehe ich das hier. Hier ist eine Türe zum Öffnen. Das könnte aber mit dem Obergeschoss nicht ganz zusammenpassen.
Schalte ich mal das Obergeschoss dazu. Na. Hier kommt die Wand vom Obergeschoss an und ich habe hier eine Tür zum Öffnen. Das beißt sich ein wenig mit der Statik. Das heißt, ich nutze das Werkzeug Spiegeln, markiere hier beide Öffnungen, dann Rechtsklick ins Leere, um den Mittelpunkt zwischen dieser Achse und dieser Achse abzugreifen. Dann setze ich eine vertikale Spiegelachse und dann sind die Öffnungen genau gedreht. Dann habe ich hier eine Fenstergrenze, wo ich wunderbar dann eine Stütze platzieren kann. Und hierfür kopiere ich diese Stütze ausgehend von dem hier runtergefluchteten Schnittpunkt. Also klicke ich das so an. An diesen Achsschnittpunkt kopiere ich die Stütze dran. Eine Stütze braucht es noch, die kann aber am besten durch Kopieren und Spiegeln kopiert werden. Diese Stütze wird gespiegelt über die Mittelachse hier. So, dann ist das erste Mal für die Statik grundsätzlich auch erledigt. Ja, wir haben hier aber schon recht gute Spannweiten. Da wird es ordentliche Statik brauchen. Auf jeden Fall, zum Überblick schalte ich dann doch nochmal die Teilbilder wieder zusammen, um das 3D-Modell im Zwischenstand zu sehen. Kleiner Check. Frontansicht, Drahtmodell wird umgestellt auf verdeckt. Das entwickelt sich schon langsam. Linke Seite, Hinterseite, rechte Seite, Perspektive, mal so, mal so. Gut, damit kann man was anfangen. Grundrissdarstellung zurück zum Drahtmodell. Shift F5 zentriert alle Daten am Bild. Damit ist die äußere Form im Großen und Ganzen gefunden. Natürlich werden wir bei den Deckenplatten noch so manche Dämmung brauchen, aber die weiterführenden Bauteile kommen dann im nächsten Teil dieses Entwurfs.